Servus und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auf Post natürlich allerbesten Kanal auf ganz YouTube. Und ich bin hier mal wieder back am Start mit einem neuen Video und heute haben wir wieder mal ein Duell. Uhrzeit versus heute, Hashtag 002. Und dieses Duell ist das Duell der Stoßzähne. Let's get into it! Also, in dem heutigen Duell der Tiere treten zwei riesige Vertreter der Gattung Landsäugetiere gegeneinander an. Das prähistorische Mammut gegen den afrikanischen Elefanten. Bevor wir in diese kurze Story wieder hineinstarten, noch ein paar Anmerkungen bezüglich ihres Körperbaus und ihrer Verbreitung, wann sie gelebt haben etc. etc. Ein ausgewachsener afrikanischer Elefantenbulle besitzt eine Schulterhöhe von knapp 2,9 bis 3,7 Meter und wiegt dabei knapp 6 Tonnen, also ist schon ein ziemliches Gerät. Das größte je vermessene Exemplar war laut wissenschaftlichen Angaben 10 Tonnen schwer und hat eine Schulterhöhe von knapp 4 Metern. Dieses Exemplar wurde in Angola gefunden und ist mittlerweile irgendwo in Washington ausgestellt. Die Stoßzähne der friedlichen Riesen erreichen im Extremfall bis zu 3 Meter, allerdings nur im Extremfall normalerweise so um die 2,5 Meter, 2 Meter ist eher der Durchschnitt und ein Durchmesser von knapp 20 cm, also ist schon nicht zu spaßen mit denen. Heute im Vergleich dazu habe ich das Wollhaar-Mammut geschickt, weil es ausmaßtechnisch halbwegs dieselbe Größe besitzt oder besaß, besser gesagt. Das Wollhaar-Mammut lebte bis vor circa 4000 Jahren. Und ja, ihre Schulterhöhe betrug auch wie beim heutigen Elefanten knapp 2,8 bis 3,7 Meter. Und ja, das sind halt wie gesagt eben die beinahe selben Maße wie beim afrikanischen Elefanten. Doch sie besaßen im Vergleich dazu 8 Tonnen, also brachten 8 Tonnen auf die Waage. Und das ist natürlich viel mehr als der afrikanische Elefant mit maximal 6 Tonnen. Jedes gab es auch Unterarten wie der Steppenmammut, was in unserem Vergleich vielleicht realistischer wäre, vom Lebensraum her, aber jetzt für das Duell eher weniger Sinn hätte. Die besaßen eine Schulterhöhe von knapp 4,5 Metern und ein Gewicht von 15 Tonnen, also das ist schon nicht schlecht. Ihre Stoßzähne, also die des Steppenmammuts, erreichten eine Länge von bis zu 4 Meter und es wurde sogar ein Exemplar mit 4,9 Meter, also fast 5 Meter Stoßzähnen gefunden. Und ja, die haben ja so eine eigentliche Wölbung drinnen, deswegen ist es klar, dass sie etwas länger werden als die der afrikanischen, selbst im Extremfall als die der afrikanischen Elefanten. Allerdings ist 5 Meter schon nicht schlecht, ne? Da die beiden Konkurrenten kaum natürliche Feinde hatten, ist es natürlich irrelevant, jetzt irgendwie Verteidigungsmechanismen oder sowas zu erwähnen. Natürlich ist es klar, dass sie es hauptsächlich mit ihren Stoßzähnen verteidigten. Ja, wie gesagt, ich würde dann einfach direkt zur Story kommen. Noch kurz vorneweg für die Story, ich habe diesmal die Savanne als quasi Ort des Duelles ausgewählt, einfach weil es eine, naja, Savanne ist, da muss man nicht recht viel Landschaftsbeschreibungen machen. Und ja, in dem Fall sind es halt zwei einzelne Bullen, die jetzt gegeneinander kämpfen. Gehen wir es an. Ein einsamer afrikanischer Elefantenbulle streift durch die Landschaft, auf der Suche nach Futter. Da in den Weiten der Savanne erblickt er eine leckere Akazie. Doch er ist nicht der einzige Anwärter auf das Festmahl. Ein zotteliger Koloss ist bereits anwesend, vertilgt die Äste des Baumes. Es ist ein Konkurrent, mit dem er es noch nie zu tun hatte. Ein Wollhaar-Mammut. Der Elefantenbulle ließ sich von der Kreatur jedoch nicht beeindrucken. Er stieß einen Kampfgebrüll aus, spreizte die Ohren und trampelte auf das Mammut zu. Dieses wendete sich vom Baum ab und richtete die Stoßzähne nach vorne. Die beiden riesigen Geschöpfe rasten aufeinander zu. Der Lärm der trampelnden Giganten war noch in weiter Ferne zu hören und zu spüren. Das Mammut traf den Elefanten an den Kopf, jedoch ohne ihn dabei ernsthaft zu verletzen. Auch der Elefant erreichte einen gelungenen Zahnstoß. Beide kämpften sie bis tief in die Nacht, bis es das Mammut schlussendlich schaffte, seinen Konkurrenten zu vertreiben. Gezeichnet mit vielen Wunden machte sich der Elefantenbulle auf den Weg zu einer anderen Futterstelle. Ja, das ist jetzt so einfach mal neutral ausgegangen, wie das schon das Duell der Tiger, wobei beide gestorben sind, in dem Fall haben wir beide gelebt. Dennoch denke ich, dass das Mammut aufgrund seiner, mit Wollhaar-Mammut ist es natürlich schwierig zu vergleichen, aber der Steppenmammut, wenn man das jetzt hernimmt, mit mehr als doppelter Anzahl an Tonnen, die es auf die Waage brachte und eine Schulterhöhe von knapp 4,50 Meter, ist natürlich da klar im Vorteil, auch mit den längeren Stoßzähnen und würde daher jetzt in der Steppe direkt natürlich das Duell für sich entscheiden. Ich möchte da immer einen gleich starken Konkurrenten ins Rennen schicken und deswegen habe ich das Duell jetzt so gewählt und so ist es halt eben ausgegangen. Ja, ich denke, das passt schon so. Und ja, wenn ihr jetzt noch weitere Videos von mir sehen wollt, wie zum Beispiel das Duell der Tiger, dann klickt einfach jetzt links. Dann rechts findet ihr jetzt noch meine neue Megalodon-Theorie, was heißt neue, meine alte neue Megalodon-Theorie und in der Mitte könnt ihr jetzt noch meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.
bis zum nächsten Mal, euer Posti. Servus.